und guten Tag, hat er gesagt, zu diesen, ja, verkackten, blöden Dämonen. Die wir hier irgendwie, obwohl wir keine Geistermöglichkeiten haben, irgendwie töten müssen. Und um diesen Teil, was wir da nicht rumkommen, ne? Hier können wir ja nirgendwo durch, ey. Okay, die schleichen jetzt da hinten rum. Ich habe mir jetzt mal voll konzentriert, ne? Tagebuch des Richters. 4. Februar 1693. Alle Hexen wurden freigelassen und Gouverneur Phipps glaubt keine weiteren Verfolgungen. Dennoch fürchte ich das Mädchen am meisten. Ich drohte ihr mit Druckstein und voller Entzücken berichtete sie mir von der Folter ihres Vaters, der sie bis zum Ertrinken unter Wasser hielt, wenn sie nicht seine Feinde beschuldigte. Ich bin also nicht der Erste, der diese Kreatur benutzt, und sie fürchtet mich nicht. Jene, die die Geister unnatürlicher Welten sehen, scheinen ihr wie Zauber und sie will sich nicht von ihrer Verfolgung abbringen lassen. Sie muss mit allen dem Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden. Krank, einfach nur krank. So, am besten, wenn wir hier drüben sind. Der keift ja da. Die sind voll langweilig, die Dämonen, ne? Das ist nur, wenn man zu glatt ist oder so, so wie ich. Der macht das wenig Sinn. Ja, eigentlich schlecht getimed, ne? Mann. Jetzt schon wieder. Wo sind sie? Ich komme hier nie wieder raus. Ja, endlich mal einer weg, ey. Oh, da wollte ich schon sagen, ich komme hier nie wieder raus. Jetzt sind aber auch ätzende Viecher, ne? Die Frage ist, ob ich hier rein muss. Muss ich ja gar nicht, ne? Nö, ich glaube nicht. Kann auch hier einfach irgendwas ab.
Irgendwo hin. Obda, die Viecher sind nicht da. Abwägen des Antrags. Was hat mich davon abgehalten, ja zu Ronan zu sagen? Vielleicht die Ehe im Allgemeinen? Ich dachte immer... Ah! Den Satz habe ich so oft gehört, ey. Ich würde in dieser Welt eine unabhängige Frau sein. Vielleicht habe ich diese Möglichkeit noch nicht verarbeitet. Aber ich kann ihn nicht gehen lassen. Kann ich. Ja. Dann ist er gaut, ne? Achso, nach hinten kommen wir ja auch nicht. Ah, wahrscheinlich ist hier der Ausgang hier bei den Idioten, ne? Kann das? Oh. Ey, wir sehen ja nicht, wo ich hin muss hier. Hä? Wo muss ich denn hin? Da geht nicht. Achso. Ja, ja, ihr macht das da schon, wa? Ciao. So, ihr geht mir nicht weiter auf den Sack. Oh. Man muss sie ja nicht töten, ne? Dexter. Baxter? Wie gesagt, mal Dexter. Ich hätte derjenige Baxter sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Nee, nee. Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bring noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah, ah, ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Ja. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Naja, ja, ja. Ich hab doch gesagt, das ist der nicht. Der war hier wegen Polizeischule und sowas. Nee, der war stolz auf seine Arbeit. Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Ohne Tochter? Mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte, warte, warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Gott, Gott. Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Und jetzt meint er wirklich, der Typ hatte ja schon in der Lebzeiten geschafft, den da hinterher zu sein. Und hier, wir Idioten, schaffen das ja kaum mehr als Toter. Und jetzt auf einmal sind wir der Boss hier. Naja, okay. Baxter konnte Joy die ganze Zeit über, kannte die ganze Zeit über und hat versucht, sie zu finden und sicherzustellen, dass sie nicht in Gefahr ist.
Haben wir das hier noch? Der Mörder plante heute Nacht einen weiteren Mord mit seinem Werkzeug des Todes. Ja gut, das ist ja eigentlich das, was wir jetzt hier schon rausgefunden haben. Also wenn jetzt hier wieder Dämonen kommen, ne? Denn keine Ahnung, ja. Können ja gar nichts machen. Hier sind aber auch gar keine Kampfspuren. Wie hat er denn das Auge ausgeschossen, oder was? Hier ist noch was. Es geht weiter. Tiefer und tiefer. Oh, was jetzt? Was zur Hölle ist hier unten passiert? Ja, da kriegen wir gleich raus hier. Bleibt doch mal ganz knuffig. Hä? Also auf jeden Fall ist er streng. Urteilend. Anklagend. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Das ist noch von damals, ne? Der rechtschaffende Mann. Der Henker zeigt wütend in die Zelle und sagt seinen Angeklagten, dass die Bestrafung fällig sei. Alles klar. Da oben ist er. Was ist das? Achso, Glockensymbol. Wer hat das Zeichen gezeichnet? Symbol in der Zelle. Naja, von wem wurde sie gezeichnet? Ey! Ist das hier nicht die, hier ist doch die Kleine. Also flehend, eingesperrt. Steht für Gerechtigkeit. Hier ist das gerecht. Man, die ist ja überall. Abigail wurde hier gefangen gehalten und hielt die Bestrafung für ungerecht. Allgemein, ne? Da muss man ja nicht viel auf, guck mal. Viel auf irgendwas sein. Kerzen? Licht? Gelöschtes Licht? Die dürfen kaum etwas gegen die Dunkelheit hier unten ausgerichtet haben. Doch, Kerzen machen schon ganz schön weit her. Gut. Habe ich denn schon alles? Ja. Was ist hier unten passiert? Er wurde bestraft. Hier. Zwei Sachen habe ich nicht gefunden. Ihr seid da völlig auf Knacks. Was soll ich denn hier nur übersehen haben, ne? Hier die Fesseln? Ah. Gefesselt. Fußfesseln. Hat mehr was von einem Verlies als von einem Gefängnis. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Gefängnisbett. Das sieht noch unbequemer aus als Betten im Gefängnis. Ja. Und ein Käfig oder was? Ein Gefängnis im Gefängnis. Ach du Scheiße. Warum braucht man das für jemanden in einer Winzenzelle noch ein... Boah, ich kann kaum noch lesen, Mann. Aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt können wir den lösen. Also, was ist hier unten passiert? Also, auf jeden Fall wurde jemand... hier unten gefesselt, Abigail. Der wurde bestraft. Das ist nicht so interessant. Ich würde eigentlich dennoch Symbol in der Zelle. Yes, Mann. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Hier ist das gerecht. Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was?
Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder. Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Jetzt wird's aber hier ein bisschen sehr mysteriös. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall weg, ne? Um, also ich habe immer noch hier Sophias Geister, aber naja, ist egal. Oh Mann. Ja, jetzt geht's ab. Scheiße, wenn Rex vermisst wird, es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Ja, wo könnte das sein, ne? Joy hingebracht. Also zum Galgen, das wäre eigentlich noch richtig gut, ne? Da ja nicht. Zieh der Zeugen. Geigen finde ich schon mal richtig, ne? So, was ist das hier? Werkzeug des Todes. Haus des Urteils. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Nächste zu. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Erstmal stehen bleiben, ne? Also wenn der wirklich Abigail ist, ne, dann ist sie böse, ne? Spüre Abigail auf. Der Mörder hat Joy im Museum gebracht, ne? Aber Rex wird hundertprozentig auch tot sein, ne? Wir dürfen da nicht lang. Weil da waren die Idioten. Gut. Jetzt sind wir Dämonen frei. Außer hier kommen noch welche. Weil ich meine, ich hoffe. Wo war der Ausgang? Wo war er? Wo war der Ausgang? Na hier. Mann, ne? Dass man da auch so viele 10.000 Wege latschen muss, immer dieses Rausrennen, ne? Was total sinnfrei ist. Das nervt so ein bisschen. Die Story ist super, war interessiert mich schon. Da war jetzt so passiert, ne? Mit Abigail hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, wir haben vielleicht ein bisschen mehrere, irgend so ein Kult oder so. Aber naja. So. Go, go, go. Werden wir sie noch finden können? Werden wir ein bisschen was rächen können? Kommen wir hier durch? Kommen wir hier durch? Nein, auch nicht das, ne? Aber hier jetzt. Werden wir Rex noch rächen? Oder wird Rex einer meinesgleichens? Alles und dies erfahrt ihr in der nächsten Folge von. Nö, das erfahren wir jetzt. Go, go. Ah, jetzt sind wir gleich wieder da. Ah, okay. Okay, wenn du die zur letzten Begegnung voranschreitest, kannst du nicht mehr nach Salem zurück. Möchtest du fortfahren? Ja, das kommt. Finale. Finale.
Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit, dann ist das nur noch verdrehter. Auf jeden Fall. So. Eine Tür sollte es wohl nicht mehr geben. Aber ist ja auch besser für uns. Aber wir können doch gar nichts aushacken, oder was? Ach hier, leck mich. Jetzt in den 10.000 Dämonen geben, oder? Auf jeden Fall wäre es cooler, wenn wir hier einfach so mal durchkommen. Wow. Dafür hat sich das auch gelohnt. Joy! Oder? Robin, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Das ist Rex selber? Nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Da unten, los! Männer, die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit. Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Abigail, nein! Du Stück Scheiße! Was tust du? Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Der ist aber auch eine Miese, ne? Okay. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, ne? So. Ach, schreien, hier. Aha, lauter Schrei. Bam! Ja, Köpfchen, ne? Schrei. Ah, dass die so stark ist? Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Es ist vorbei. Es wird nie vorbei sein. Glaub ich. Komm, du blöde Kuh. Nee, Rex ist ohnmächtig. Was jetzt? Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod, aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Amtsträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Morde benutzt. Bex. Ach so. Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die, die der Wahrheit zu nahe kommen. Ja.
an der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Ah, okay. Heftiges Mädchen. Nein. Ich würde nie. Nein. Nein, nein, ich. Unmöglich, wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Böses Mädchen. Ganz, ganz böses Mädchen. Das gibt kein Eis nach dem Essen. Ist das eine Hexe, wa? Sprichwörtlich. Boah, ich dachte schon. Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es. Und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen. Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter, nun... Selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen, Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden. Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist... Das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronan? So, meine Lieben, das war's, ne? Also ich muss schon sagen, so atmosphärisch in den Storys selber ist das Spiel schon recht gut, ne? Unvorhersehbar, ne? Spannungs-, Stimmungswechsel, hat's alles gehabt. Spiel selber ist schon, boah, ja, puh, recht öde, ne? Also man hat ja nicht viel zu machen, die paar Dämonen da, pff, man hat nicht wirklich eine Aufgabe, ne? Außer von A nach B und die paar, sag ich mal, ja, Hinweise nachzugehen und Hinweise anzuklicken, und die meisten sind eigentlich selbsterklärend. Deswegen rein gefühlt, Story geil, Spiel selber, boah, sehr unteres Mittelmaß. Aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's okay. Und ein Projekt zu Ende. Das heißt natürlich, das nächste fängt an. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.